Hallo, mein Name ist Tanja und ich will heute mal ein paar Sachen zeigen im Rahmen der Create Your Light Challenge für Nikon, wie ich meinen Hund fotografiere. Und ja, vor allem in Corona-Zeiten, wenn wir ganz alleine unterwegs sind. Aber wir sind meistens sowieso alleine unterwegs, von daher ändert sich nichts. Eine Isomatte ist ganz cool eigentlich, würde ich so richtig empfehlen. Fast jeder Hundefotograf hat eigentlich eine Isomatte. Ich nehme die jedes Mal mit, aber ich benutze die nicht, weil ganz ehrlich, ich muss mich dauernd auf dem Boden hin und her rollen und so. Und ich sehe am Ende eh total nass aus. Und deswegen, wenn ich jedes Mal die Isomatte verrutschen müsste, dann wäre mir das so ein bisschen anstrengend. Aber ganz ehrlich, eine Isomatte, finde ich, braucht man trotzdem. Was habe ich in meinem Rucksack? Mit welchem Equipment fotografieren wir? Klar, hier habe ich natürlich meine ganzen Speicherkarten, Ersatzakkus. Ingos Impfpass habe ich immer dabei, man weiß ja nie. Fotografieren wollen wir heute mit der D780 und dem 70-200-4.0. Ich habe noch die D5 mit dem 105er 1.4 als Ersatz jetzt einfach mal dabei. Ich habe übrigens eh immer eine Ersatzkamera dabei, weil ich bin so ein bisschen abergläubisch tatsächlich. Also ja, wenn irgendwie eine nicht funktionieren sollte oder mir runterfallen oder keine Ahnung, dann nehme ich meine andere. Dann habe ich noch das 35 mm mit, im Fall wir mal eine andere Perspektive ausprobieren wollen. Das müssen wir dann sehen. Dann habe ich noch, nehme zwei Bonbons, eine Mütze. Ich habe auch noch so ein paar Lampen dabei, falls wir die brauchen. Und ja, das ist eigentlich tatsächlich alles in meinem Rucksack. Kommst du mal bitte? Komm her. So, flum, flum. Ja, was mir tatsächlich immer ganz wichtig ist, ich spreche das immer, wenn ich irgendwelche Shootings mache mit dem Jagdpächter ab, einfach, dass man so ja faire Übereinkunft hat. Und normalerweise ist ja jetzt Brut- und Setzzeit. Und in fast allen Bundesländern ist Anleihenpflicht, in NRW ist es nicht. Ich finde aber trotzdem, dass man auf die, wir sind so viele Jungtiere unterwegs und da sollte man wirklich drauf achten, finde ich. Ich lasse ihn auch nicht so weit von mir weg nachher, also ich fotografiere immer ohne Leine, Halsband, aber ich halte ihn immer ein bisschen bei mir, weil Rücksicht auf andere Tiere finde ich ehrlich gesagt wichtiger, als das perfekte Bild nachher zu haben. Also ist mir halt wichtig, gegenseitige Rücksichtnahme und komm, gehen wir mal. So, wann fotografiere ich immer? Früh morgens und abends ist eigentlich am besten. Im Moment ist wirklich so, dass so abends um 7, 8 Uhr wirklich das Beste ist zum Fotografieren. Die Location habe ich schon ausgesucht, die ist eigentlich ganz cool, nur es ist ein bisschen viel Licht. Ich dachte, wir haben weniger Sonne. Wir schauen mal. Ich fotografiere persönlich immer in der größten Brennweite immer. Wenn jetzt natürlich, okay, es ist so, ich hatte einen Workshop tatsächlich und da habe ich das auch erklärt. Leute, bitte immer in der größten Brennweite fotografieren. Und dann hatte einer wirklich Bilder eingestellt, da haben die Ohren gefehlt und alles. Und alle schrieben, naja, die Bilder sind nicht so schlecht, aber warum fehlen die Ohren und so. Ja, ich war bei Tanja auf einem Workshop und so und die hat gesagt, immer in der größten Brennweite. Okay, wenn es geht, in der größten Brennweite, wenn nicht, muss man natürlich zurückzoomen, ne? Aber ich versuche die Location ein bisschen wirklich so zu machen, dass es in der größten Brennweite geht, weil das einfach die schönste Freistellung und das schönste Bokeh ist. Und ich selbst fotografiere in der Faulheitseinstellung, weil ich einfach auch faul bin. Und ich finde, das ist wirklich die genialste Entwicklung von Nikon ever. Also ich liebe die Faulheitseinstellung. Ich weiß, dass viele Leute sagen, nur manuell ist gut und so. Ich sehe das anders. Tatsächlich muss man wirklich wissen, wie eine Kamera funktioniert, sonst macht jede Automatik keinen so einen richtigen Sinn. Aber die Faulheitseinstellung ist wirklich ganz cool. Und zwar, die funktioniert im A-Modus. Das ist die Zeitautomatik, also die Kamera berechnet die Zeit. Ich gebe die Blende vor. Die Blende lasse ich auch nie in der Kamera entscheiden, weil das ist meine Gestaltung und das kann die Kamera nicht entscheiden. Die hat ja nicht meine Augen und die will vielleicht ja auch mal ein Bild und ich nicht. Dann gehe ich ins Menü rein und gehe dort auf das Kamerasymbol ISO-Empfindlichkeitseinstellung. Und dort gibt es verschiedene Werte. Der erste Wert,
Den lasse ich auf 100, stelle ich auf 100. Wenn man natürlich jetzt eine Nikon hat, die bei 200 anfängt, dann natürlich auf 200, klar, ist auf meinen unteren Wert. Dann schalte ich die ISO-Automatik ein. Die maximale Empfindlichkeit ist tatsächlich kameraabhängig. Ich variiere die auch von Kamera zu Kamera. Also bei der 780 jetzt lasse ich 6400. Wenn ich natürlich eine Crop-Kamera habe, dann gehe ich nicht ganz so hoch auf maximale ISO, weil da einfach das Rauschen dann schon höher ist. Und mit meiner D5, da habe ich, glaube ich, 25.600 oder so. Also da gehe ich wirklich ganz, ganz hoch. Und Ingo, leg dich mal bitte. Und der Trick an der Einstellung ist tatsächlich jetzt hier der unterste Wert, die längste Belichtungszeit. Und da switche ich tatsächlich nur zwischen Porträt und Geschwindigkeit. Also will ich Porträtbilder machen, habe ich jetzt hier ein 320stel. Normalerweise ist die Faustregel immer, so viel Zeit, wie das Objektiv Brennweite hat, sollte mindestens sein. Also jetzt habe ich das 70-200, also 200stel sollte schon sein, um das wirklich noch gut freihand halten zu können. Wenn ich jetzt Bewegungsbilder mache, dann gehe ich einfach nur auf denselben Menüpunkt, switche nur hier nach unten, gehe auf die längste Belichtungszeit, stelle die zum Beispiel auf 1000stel oder 1250stel. Das Einzige, was ich dann noch regulieren muss, Belichtungsmessung. Ich fotografiere in der mittenbetonten Belichtungsmessung. Die ist für mich einfach in meiner Fotografie die geeignetste. Und ansonsten bin ich wirklich nur dabei, dass ich hier oben auf dem Plus-Minus natürlich meine Bilder dunkler oder heller mache. Das muss ich machen, weil die Kamera hat ja nicht meine Augen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald bin und ich will so ein mystisches Bild machen, dann würde die Kamera quasi denken, oha, ziemlich dunkel, wir gehen mit der ISO mal was hoch und so. Die Leute denken dann immer, diese Faulheitseinstellung würde die ISO zu hoch machen, aber die Kamera will uns ja nicht ärgern, sondern die sieht halt einfach, es ist außen etwas dunkel, wir gehen mit der ISO höher. Darum gehe ich einfach ins Minus und reguliere dem gegen und dann habe ich das Bild wieder optimal, so wie ich das möchte. Ich habe immer Serienbild schnell drin, immer. Und ich habe immer den AFC drin, wenn ich fotografiere. Der AFS wäre für die Porträts zwar besser, aber das Problem ist, ich bin zum einen so ein Schlunz und dann vergesse ich manchmal das umzustellen und dann ärgere ich mich furchtbar, wenn ich plötzlich den AFS nachher drin habe. Der Unterschied zwischen AFS und AFC ist einfach, dass der AFS ist der feststehende Autofokus. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, keine Ahnung, aber so sage ich halt einfach. Und der AFC ist der Continuous Autofokus. Der AFS bleibt einfach stehen und ich kann zum Beispiel, ich zeige das meinen Workshop-Teilnehmern immer ganz bildlich, die kriegen immer die Kamera in die Hand, können wir jetzt hier nicht machen. Wenn ich zum Beispiel auf diese lila Blume hier fokussiere und ich halte halb durchgedrückt, dann kann ich bei dem AFS einfach, um einen schönen Bildausschnitt zu kriegen, so ein bisschen nach drüben schwenken und die Blume ist trotzdem noch scharf. Würde ich das mit dem AFC machen, würde der sich direkt einen neuen Fokus suchen. Und der Continuous Autofokus, der geht einfach immer mit. Und wenn ich Bewegungsbilder mache, dann muss ich zwingend den AFC haben, den Continuous Autofokus. Aber es ist auch kein Problem, ich wähle immer Einzelfokuspunkt, maximal D9, also dynamisch 9. Weil bei dynamisch 9 kann er einfach auf die umliegenden Punkte noch switchen. Aber auf gar keinen Fall darf ich viele Fokuspunkte haben, weil ich fokussiere immer nur auf ein Auge. Und es ist egal, ob das ein Hund im Sitzen ist oder eine Eule im Fliegen oder ein Falke im Sturzflug. Ich fokussiere immer auf ein Auge. Und die sagen, es geht nicht, es geht. Ist manchmal Übung, kostet manchmal Nerven, aber es geht. Und am Ende sieht man das tatsächlich. Also man sieht das, ob zum Beispiel auf einen ganzen Rotmilan im Flug scharf gestellt ist oder auf das Auge, auch wenn das wirklich winzig ist. Und deswegen habe ich nur einen Fokuspunkt. Ich habe mir so einen bestimmten Griff und da switche ich einfach nur immer meinen Autofokuspunkt, oben mein Plus-Minus und dann löse ich einfach aus. Ich habe meinen Fokus tatsächlich oben auf dem Auslöser. Viele haben den auf dem iPhone. Die Tasten kann man sich ja unterschiedlich belegen, aber ich komme ganz gut klar mit dem Auslöser oben und deswegen lasse ich den auch so. Ja, mehr Einstellungen habe ich, glaube ich, jetzt im Moment gar nicht, ne? Wichtig für mich ist tatsächlich, dass ich erst mit Porträts und langweiligen Sachen anfange. Ich versuche auch den Hund jetzt nicht so arg zu motivieren im Moment oder zu spielen oder zu toben, weil sonst hat er nachher bei Porträts total die Zunge raushängen, hechelt und so oder ist aufgedreht. Deswegen erst das ganze Langweilige. Wir machen erst Omahaft und dann können wir ein bisschen mehr Action machen. Ich hatte mir einen Spot ausgesucht, der wirklich ganz, ganz schön ist.
Allerdings kam da das Licht wirklich immer von dieser Seite. Und ich gucke, dass ich immer das Licht im Rücken habe, wenn ich fotografiere. Also wenn die Sonne hier ist, stehe ich so. Wenn die Sonne hier ist, stehe ich so. Also ich versuche immer, dass die Sonne in meinem Rücken ist. Außer ich mache natürlich Sonnenuntergang oder Gegenlichtaufnahmen oder sowas. Aber wenn nicht, ganz normale Aufnahmen, versuche ich immer, dass die Sonne tatsächlich in meinem Rücken ist. Wir probieren jetzt einfach mal diesen Hügel. Das hat auch den Vorteil, ich muss noch nicht in dem nassen Gras liegen. Komm her, setz dich mal bitte. Gib mal den Ball. So ist das gut. Das ziehen wir aus. Warte, ausziehen. So. Okay, komm mal mit. Vorsicht, Kamera, komm mal mit. Okay, ich versuche ihn jetzt mal zu positionieren und sein Ball kommt jetzt weg, den kriegt er als Belohnung. Mal gucken, ob er jetzt zu nervös ist, gerade bei so einem Dreh, aber er beruhigt sich schon. So, warte mal, Ingo, ruhig sein, ruhig, nachgedacht. Bei dem Hügel war ich schon, das Problem ist der Ameisenhaufen, aber die schlafen noch. Warte, nachgedacht, langsam, stopp. Nicht in die Ameisen. Okay, warte. Warte, warte, warte. Er ist immer sehr hektisch. Langsam, langsam. Komm her. So, also er wird auch mal ruhiger. Stück zurück. Noch ein Stück. Super. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich versuche ihn von den Ameisen wegzusetzen. Warten. Ich versuche mit ihm immer ganz ruhig zu sein, weil er so hektisch ist. Und die ersten paar Mal ist er wirklich so aufgeregt. Aber die Rasse ist halt so ein bisschen. Er hechelt ja jetzt. Viele wollen den Fang zu haben. Dann muss ich einfach nur versuchen. Dann mache ich was Geheimnisvolles und in dem Moment spannen die Hunde auch. Und wenn ich jetzt möchte, dass er in eine andere Richtung schaut und dann schauen sie auch edler. Oh gut, dann muss ich aber schnell sein. Aber er kennt es natürlich schon. Dann würde ich das so machen. Ich werfe jetzt irgendein Lieblingsspielzeug, seine Leckerchen, irgendwas in die Richtung, um einfach den Blick so ein bisschen zu ändern. Okay, hast du gut gemacht. Supi, komm her. Gut gemacht, wie schlau. So, Halsbändchen, super. Darfst du den wieder mitnehmen? Okay, stopp, warte. So, komm, wir gehen mal schauen. Spot schauen, Sonne ist da. So. Ja, warte. Wenn er selbst das Bild gestaltet, sieht es meistens noch besser aus, wie wenn ich das mache. Ne? Ja, er ist voll Profi. Manchmal hat er bessere Bildideen auch als ich eh. Und dann nehme ich seine, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, juppi. Ich lobe den Hund viel und rede viel mit dem Hund, mache das allerdings immer sehr, sehr ruhig und bin eigentlich auch immer sehr konzentriert. Und ja, wichtig ist, dass man tatsächlich nie steht, quasi von Hundesicht aus. Also so hoch wie der Hund ist, sollte auch meine Sicht wirklich sein. Und auf gar keinen Fall von oben runter im Stehen oder sowas. Also man braucht einfach den Horizont und alles. Und jetzt, wo er liegt, muss ich auf jeden Fall auch liegen. Also das geht nicht anders. Richtig legen bitte. Dankeschön. So, ich versuche ihn jetzt in diese Richtung gucken zu lassen, weil der Baum bildet den Rahmen. Und drüben in Blickrichtung, links ist mehr Raum. Bleib mal liegen. Supi. So, ich habe jetzt meinen Fokuspunkt einfach etwas nach rechts gestellt, bin etwas ins Hellere gegangen und habe jetzt einfach da drüben mehr Raum gelassen, damit das Bild weiterentwickelt und damit der Baum diesen Rahmen bildet. Nee, nicht an unsere Location jetzt. Pullermann und Strullermann kann man da hinten, aber nicht an der Location. Das ist jetzt nicht schön, wirklich. Ich wechsle mal eben das Objektiv, mache ich mal das 105er 1.4 drauf. Ich versuche jetzt auch wieder einen Rahmen zu machen. Und was ich oft mache, ist, ich blende so ein bisschen Blume ein. Aufgepasst, supi. Wenn ich ein Querformat mache, geht es ein bisschen einfacher. Warten. Er ist ein bisschen klein für die Blumen. Super. Ich lege das, wie gesagt, hier unten immer über die Objektive. Und dann kann ich mir hier so eine Unschärfe ins Bild machen. Oh. Wichtig für mich ist, dem Hund auch immer zu sagen, ob er was gut macht oder schlecht macht. Richtig gut, richtig.
bei Pflanzen mache ich es normalerweise so, dass ich ihn rückwärts wieder raushole aus den Pflanzen. Warten. So ist das gut. Warten. So ist das gut gemacht. Und dann kriegt er seine Belohnung und dann ist gut. Und da mache ich nicht so hektisch, sonst zertrampelt er alles normalerweise, weißt du? Ich suche mir ein Auge raus. Auf das fokussiere ich. Am besten natürlich das Auge, was weiter vorne ist. Bei einer 1,4er Blende eh zwingend, weil der Schärfebereich ist ja nur sehr klein. Und ja, diesen Baum habe ich jetzt rechts unscharf im Bild drin. Und der bildet so ein bisschen meinen Rahmen zu dem Bild. Also das Bild hat jetzt hier den unteren Rahmen. Hier habe ich den Baum als Unschärfe drin. Wir haben jetzt den Standort gewechselt. Wir sind jetzt im Schneckenhaus, wo meine Vögel sind, weil einfach das Licht viel zu hart war. Also das Problem ist, bei so einem harten Licht kriegt man echt keine schönen Bilder hin. Die Kontraste sind einfach viel zu stark. Das Licht wirft Schatten nach unten. Und jetzt versuchen wir es hier. Und jetzt probieren wir erstmal die Bank. Wir haben die Bank jetzt einfach hier in Schatten gestellt, weil die anderen Bänke auch alle in der Sonne sind. Und jetzt probieren wir mal was. Ja, ich wollte jetzt einfach zeigen, wie man die Hintergründe nutzen kann. Also die Bank wieder klar als Porträt, als Rahmen und verschiedene Hintergründe. Einmal dieses Haus als Hintergrund und einmal das Licht in den Blättern als Bouquet-Hintergrund. Also zweimal Bouquet, aber ein anderes. Okay, komm, wir probieren das mal, Ingo. Geh mal oben. So, geh mal ein Stück zurück. So. Okay, leg mal Seite. Schön legen, entspannt. Ja, so ist das gut. So, das ist jetzt nicht mehr entspannt. Ich probiere das jetzt mal, diesen Winkel zu kriegen. Leg mal Seite entspannt. Und versuch mal. Supi. So. Es ist halblässig, sagen wir mal so. Jetzt muss ich den Fokuspunkt ein bisschen mehr nach links, weil er seine Position nach links verändert hat. Wir haben die Bank als Rahmen. Ich habe Porträteinstellungen. Die zwei Fenster da oben stören ein klein bisschen, aber die sind im Photoshop wirklich schnell weggemacht. Ich bin einen Schritt ins Minus gegangen und muss hier leider auch im Hochformat halt fotografieren, weil das Ganze auch so ein bisschen hoch ist und als Rahmen. Ich gehe nochmal wegen den Fenstern ein Stück rüber. Ja, ich bin von der Position deswegen ein bisschen höher gegangen, damit ich hier einfach die Fenster nachher wegmachen kann. So, schlau gemacht. Jetzt schauen wir mal die andere Seite, ist da auch bestimmt Sonne. Dreh dich mal um. Oben. Supi. Was mir da ganz gut gefällt, man muss nur jetzt ein bisschen aufpassen, ich muss ein klein bisschen noch die Bank drehen. Wenn er so liegt, sind die Linien von der Bank ganz schön. Man muss nur, wichtig ist, dass man wirklich auf den Hintergrund achtet. Ich habe das früher auch nicht gemacht. Und meistens kommt man dann zurück und dann wächst irgendein Baum aus dem Hund, aus dem Hundekopf und dann ärgert man sich. Deswegen so ein bisschen drehen müssen wir noch. Komm her. Stopp. Damit wir nicht auf den Baum kommen, aber die Sonne ist echt fies. Komm mal. So, legen. Richtig entspannt legen. Zurück. Supi. So ist das gut. So, aufgepasst und nachgedacht. Die Blickrichtung kann ich wieder ein bisschen ändern. Bleiben. Super. Also ich mache ganz viel mit Handzeichen und Ruhe normalerweise. Ich kann jetzt auch versuchen, mach mal ein bisschen unten. Super, wie schlau ist das denn? Und jetzt muss ich allerdings sehr nah ran, weil sonst hätte ich die Bank viel zu dominant und viel zu klein, den Hund. Ich gehe mit dem Fokuspunkt runter auf sein linkes Auge. Super, Kopf ein bisschen unten. Richtig schlau, wie gut er das macht. Das macht er gut. Prima. Super, klasse.
So, jetzt hat man ein ganz anderes Bild und hat hinten das Licht in den Bäumen genutzt, einfach als Bouquet. Ich fotografiere tatsächlich wirklich früh morgens oder abends. Und je mehr Sommer, desto weniger fotografiere ich über den Tag. Und wie heißt doch das Ding? Von 10 bis 3 hat der Fotograf sowieso frei. Und im Sommer eigentlich auch noch viel länger. Also deswegen, wenn es aber wirklich nicht anders geht, wenn wir wirklich um die Zeit fotografieren müssen, dann versuche ich einen Abschatter zu nehmen. Wenn es windstill ist und ich ein Stativ zum Beispiel mit habe, kann ich auch versuchen, den mit einer Klammer selbst zu betreiben. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Für kleine Sachen mache ich das, zum Beispiel Makrofotografie, kannst du total cool ein Stativ aufbauen, kannst deinen Abschatter hinmachen. Für Hunde wird es schon ein bisschen schwierig, da brauchst du meistens einen Helfer. Claudia macht heute den Abschatter, weil es ist tatsächlich ganz, ganz schwierig. Wir probieren das jetzt einfach mal, ob uns das was bringt. Und zwar wichtig ist, Vorsicht, auch Ingo, du Trussel, bleib mal. Wichtig ist tatsächlich die Innenseite von einem Reflektor. Die lässt weiches Licht durch und filtert das harte Licht raus. Du musst die ganze Bank in Schatten kriegen vorne. Jetzt geht er nach vorne. Super! So, und jetzt haben wir tatsächlich nur das weiche Licht. Supi! Oh, ich sitze auf dem Mikrofon. Mach mal noch den Kopf ein bisschen tiefer. Super, klasse! Okay, passt super. Jetzt kann man das hier sehen, wie einfach dieses harte Sonnenlicht rausgefiltert wird aus dem Bild und einfach nur das weiche Licht durchgelassen wird. Also es ist auch nicht meine erste Wahl, aber wenn ich in der Sonne wirklich fotografieren muss, dann ist es wirklich absolut super. Wenn ich jetzt bei dem Licht ein Bild machen würde, mach mal Kopf ein bisschen unten. Kopf ein bisschen unten. Mal davon ab, dass es auch für die Tiere unangenehm ist, so eine grelle Sonne. Mach mal Kopf unten. Das blendet die ja auch. Oh, siehst du? Fangen die Tiere gleich an zu hecheln und man sieht, dass es die Schatten sind total hart, die Kanten sind total hart. Man sieht auch, dass es für die Tiere unangenehm ist. Also hier hat er die Augen wieder auf, aber es ist einfach. Und hier ist das weiche Licht und da sind Lichtreflexe schön. Der Hund ist aufmerksam, also er ist jetzt schon ein bisschen müde, aber es ist einfach ein Riesenunterschied, ob mit Abschatter oder ohne. Also ohne Abschatten würde ich in der Sonne auch nicht fotografieren. Ich habe ihm jetzt so einen Ball hier besorgt, weil ich hoffe einfach, weil er einfach viel zu schnell ist. Er bremst nicht, weder für mich noch für irgendwas. Und da ich das nun mal jetzt halt alleine mache, versuche ich mir jetzt einfach damit zu helfen. Ich hoffe, das klappt auch. Er ist Fußballfan, um ehrlich zu sein. So, komm mal mit. Okay, ich wollte noch ein paar Sachen zu Bewegungsbildern erklären, weil die meisten tatsächlich Probleme mit Bewegungsbildern haben. Und da kriege ich auch immer ganz viele Anfragen. Ich habe ja die Faulheitseinstellung schon erklärt. Die lasse ich bei Bewegungsbildern auch drin. Das, was wir schon hatten, im A-Modus. Und ich gehe jetzt einfach nur in das Menü rein. Dann bin ich auf der letzten Einstellung, ISO-Empfindlichkeitseinstellung. Da gehe ich rüber und den untersten Wert bei längste Belichtungszeit, den stelle ich mir auf 1250stel Sekunde. Das ist einfach die Zeit, wo der Verschluss das Licht durchlässt. Und wenn er jetzt sich bewegen würde und ich hätte so eine 320stel oder so, dann wäre das ja wumm, wumm. Und würde er sich da bewegen, wäre das unscharf. Deswegen brauche ich eine Zeit, die wirklich pang die Bewegung einfriert. Plus minus lasse ich jetzt einfach mal wichtiges Serienbild schnell. Den AFC, den habe ich ja schon erklärt. Und die größte Brennweite. Ich kann bei den Bewegungsbildern am Objektiv einfach den Stabi ausschalten, weil der einfach so ein bisschen gegenarbeitet. Also er braucht ja das Bild jetzt nicht stabilisieren, weil ich ja eh Bewegung mache und dann kann es sein, dass der vielleicht ein bisschen gegenarbeitet oder Batterie kostet oder was auch immer. Also ich schalte ihn aus und so. Für mich wichtig ist tatsächlich einfach bei Bewegungsbildern, dass ich cool bin. Und zwar, dass ich einfach nicht schon ganz hinten irgendwie auslöse, sondern wirklich ich stelle meinen Fokuspunkt schon dahin, wo ich weiß, wo das Objekt sein wird. Also zum Beispiel, wenn ein größerer Hund auf mich zukommt, dann weiß ich, dass das Auge über der Mitte sein muss, weil der Hund ja ein bisschen größer ist. Also gehe ich mit dem Fokuspunkt schon ein, zwei höher über den Mittelpunkt. Und bei einem kleinen Hund gehe ich mit dem Fokuspunkt schon ein, zwei
tiefer. Einfach, dass ich, weil ich im Vorfeld schon weiß, was passieren wird, stelle ich meinen Fokuspunkt schon dorthin. Warte, bis der Hund kurz vor Format fühlend ist und pack! Und dann löse ich aus. Du bist ein Trampel, Ingo. Viele lösen gleich, die haben dann gleich Angst und lösen gleich ganz hinten aus und der Hund ist so klein im Bild wie so eine Fliege und bis der Hund dann formatfühlend kommt, fängt der Speicher an zu rechnen und die Kamera wird langsam oder hängt sogar und dann ist natürlich total schlecht, dann kommt man nicht mehr klar. Deswegen, und wichtig ist auch, wenn man halb durchgedrückt bleibt, die Kamera braucht den Weg zum Berechnen. Also manchmal geht man mit dem Finger ganz leicht runter und dann unterbricht man den Rechenweg und dann schafft der Fokus es nicht mehr, wieder neu zu greifen. Deswegen halb durchgedrückt bleiben. Wer damit wirklich Probleme hat, der stellt sich den Autofokus hinten auf IFON, auf eine andere Taste, das geht ganz einfach. Und da kann das nicht passieren, dass man Angst hat, frühzeitig auszulösen. Also das ist ein ganz guter Tipp. Ich habe es ganz früher gemacht, jetzt brauche ich es nicht mehr. Aber einfach so ein bisschen cool, ein bisschen ausprobieren und dann klappt es wirklich super mit den Bewegungsbildern. Also der Ausschuss ist wirklich ziemlich gering. Um ehrlich zu sein. Ja. Komm her, Ingo. Ey, komm her. Komm her mit deinem Ball. Mach Piano. Ich danke euch total, dass ihr zugeguckt habt. Ja, ich hoffe, es gab ein paar Tipps dabei. Ingo, legen.